Wenn man ein maximales Ideal hat, dann ist das automatisch ein Primideal. Aber die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht. Also nicht jedes Primideal ist ein maximales Ideal. Aber wenn wir in einem Hauptidealring arbeiten, dann ist das sehr wohl wahr. Also in einem Hauptidealring ist jedes Primideal gleichzeitig schon ein maximales Ideal. Das ist das, was hier steht. Wir gehen mal eben den Beweis durch. Also die Aussage ist, sei er ein Hauptidealring, dann ist jedes Primideal P ein maximales Ideal. Also da wir in einem Hauptidealring arbeiten, da also jedes Ideal von einem einzelnen Element erzeugt wird, können wir dieses Primideal schreiben als so ein Erzeugnis von P für ein Element P, wird also von diesem Element P erzeugt. Gut, ja, also der Beweis ist ganz schnell erledigt. Es ist ja nach Zorns Lemma so, dass jedes echte Ideal ist in einem maximalen Ideal enthalten. Also das ist jetzt das Lemma von Zorn für diesen Fall hier angewendet. Das heißt, dieses von P erzeugte Ideal, das ist in einem maximalen Ideal enthalten. Das heißt hier groß M. Aber wir arbeiten ja in einem Hauptidealring, das heißt, dieses maximale Ideal wird seinerseits auch wieder von einem einzelnen Element erzeugt. Das ist also ein Erzeugnis von einem Element klein m. Und das bedeutet, da p da drin ist, in diesem von m erzeugten Ideal, dass m p teilt. Also wir können p schreiben als r mal m. P ist ein Vielfaches von m. Und p ist aber ein Primideal. Und jetzt ist dieses Element hier, r mal m, in dem von p erzeugten Ideal, das ist nämlich gerade p. Und das bedeutet, entweder dieser Faktor oder beide müssten schon in diesem von p erzeugten Primideal drin liegen. Gucken wir uns die beiden Fälle an. Also zunächst mal der einfache Fall, wenn m in dem von p erzeugten Primideal drin liegt. Dann sind diese beiden Ideale gleich. Dann ist also das von P und das von M erzeugte Ideal gleich. Von dem von M erzeugten Ideal haben wir angenommen, dass es ein maximales Ideal ist. Also ist auch das von P erzeugte Ideal maximal. Und in dem Fall sind wir auch schon fertig. Und jetzt müssen wir also noch diesen zweiten Fall hier untersuchen, dass R in dem von P erzeugten Ideal ist. Ja, wenn R in dem von P erzeugten Ideal ist, dann können wir ja R als Vielfaches von P schreiben. Das heißt, R ist gleich P mal S. Für ein Ringelement S. Und dann können wir aber diesen Ausdruck hier, P ist gleich R mal M, schreiben als P ist gleich P mal SM. Aber dann ist das hier die 1. Und das bedeutet, M ist invertierbar, ist also eine Einheit. Und das ist ein Widerspruch, denn wir haben angenommen, dass das von M erzeugte Ideal maximal ist. Insbesondere also nicht der ganze Ring ist, aber wenn M eine Einheit ist, dann ist das von M erzeugte Ideal ja schon der ganze Ring. Also haben wir hier einen Widerspruch. Also haben wir hier in Wirklichkeit diesen Fall hier vorliegen. Und damit haben wir also gezeigt, dass hier das Primideal tatsächlich ein maximales Ideal ist. Und damit ist der Beweis schon zu Ende.